Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Macht das Sinn? Gut, wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon Markus 1, 2, 3 und 4 durchgenommen und wir werden heute starten mit Markus 5. Bevor wir aber anfangen, möchte ich erstmal beten. Danke, Vater, für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir zusammen jetzt, egal ob jetzt live oder später auf YouTube, zusammen Bibelstunde feiern können, Bibelstunde lesen können. Und ich danke dir einfach so sehr, dass du uns diese Möglichkeiten gegeben hast, über das Internet, über YouTube, dass einfach so viele Menschen diese Message einfach hören können und mitbekommen können, Herr. Ich danke dir so sehr für dein Wort, das du uns gegeben hast. Bitte segne jetzt diese Zeit. Schenk du mir einfach die richtigen Worte und hilf uns einfach zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Amen. Ich würde nicht zu viel erzählen. Ich würde einfach einsteigen und anfangen zu lesen ab Vers 1. Jesus heilt einen Besessenen. So gelangten sie an diese andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasena. Oder in einer anderen Übersetzung sagt es auch Gadarena. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von dem Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihn nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief: "Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich schwöre dich bei Gott, quäle mich nicht." Denn Jesus hatte schon den Geist befohlen: "Verlass diesen Mann, du böser Geist." Dann fragte Jesus: "Wie heißt du?" Der Geist erwiderte: "Legion. Denn in diesem Mann sind viele von uns." Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. "Lass uns in die Schweine fahren", flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen, da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der Gegend und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menschenmenge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählte es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm: "Nein, gehe nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist." Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. So, das war jetzt viel Text, aber im Endeffekt eine lange Story, die man gut runterlesen kann. Und bevor wir wieder reingehen in das Thema,
fangen wir an zu zusammenzufassen, was gerade passiert ist. Also wir sehen einfach ganz klar, dass Jesus wieder rumgegangen ist und dann kam ein Mann zu ihm, der besessen war von einem Dämon. Und nicht nur von einem Dämon, sondern von vielen, vielen Dämonen, die in ihm drin lebten. Und sie wussten wieder, wer Jesus ist, der Sohn Gottes. Aber Jesus treibte den Geist aus und treibte den Geist und die Dämonen sogar in andere Schweine, die dann vom Hang runtergesprungen sind und alle gestorben sind. Und letztendlich sind die Menschen, die das miterlebt haben und natürlich nicht so erfreut, weil es natürlich ein Vermögen ist, Tausende von Schweine zu verlieren. Und wir sehen auch, dass weil es Schweine sind, ist es sehr, sehr wahrscheinlich kein jüdisches Volk gewesen oder sowas in dem Gebiet, also kein jüdisches Gebiet, wo sie gerade waren, weil ja Schweine ganz klar unrein waren und als unrein galten. Und die Menschen, die waren nicht so erfreut, dass jetzt ihr ganzes Vermögen da den Hang heruntergesprungen ist. Und letztendlich kommt der Mann, der jetzt befreit wurde von den Dämonen, nochmal zu Jesus und sagt, hey, ich möchte gerne mit dir mitgehen. Aber Jesus sagt, nein, du sollst es in deiner Familie erzählen und in deiner Gegend erzählen. Und das ist jetzt kurz die Zusammenfassung und wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Jesus hat ja extra die Jünger immer dabei gehabt und anhand von diesen Beispielen, wie er Dämonen ausgetrieben hat und was er gesagt hat und sowas, hat er natürlich irgendwie oder irgendwo die Jünger auch trainiert und gelehrt, so hey, so wird's aussehen, so könnt ihr Dämonen austreiben und so könnt ihr das und dies machen. Und hier sehen wir einfach, dass Jesus nach dem Namen fragt, also anscheinend war das eine wichtige Sache. Aber letztendlich können wir sehen, der Dämon oder die Dämonen hatten überhaupt keine Chance gegen Jesus. Und was passiert hinter den Kulissen? Was ist dieses, die Dämonen, die wissen einfach, die werden irgendwann zugrunde gehen. Denn die kennen schon das große Bild, wieso Jesus überhaupt gekommen ist, wieso der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist. Er ist gekommen, um den Tod zu besiegen, um uns letztendlich, die wir nach unserer Geburt oder seit unserer Geburt, wir sind tot im Geiste und aber lebendig im Fleisch, aber Jesus wird diese Macht des Todes halt vernichten und die Dämonen wissen das und das ist die einzige Kraft, die sie haben und Jesus wird da kommen, um das zu vernichten und die Dämonen wissen das und die haben natürlich Angst, dass das passiert, weil dann haben sie überhaupt keine Macht mehr. So wie wir auch schon im letzten Mal gesagt haben, die Dämonen haben keine Macht über die, oder der Teufel hat auch keine Macht über die, die Jesus angenommen haben, die im Geist lebendig sind. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die Jünger daraus lernen konnten. Erstmal, Dämonen und Teufel sind Realität. Es ist nicht so, dass er vielleicht nur so getan hat oder irgendwie sowas, sondern es ist ganz klar Realität, dass es eine geistliche Dimension gibt. Und in dieser geistlichen Dimension kämpften tagtäglich Gutes, also das Geistliche, das Göttliche, gegen das Böse, das Teuflische und das, was vom Teufel kommt. Zweitens können wir auch sehen, dass die Dämonen nicht irgendwie random rumlaufen, sondern dass sie auch zusammenarbeiten als Team und so halt auch stärker werden. Außerdem sehen wir, dass sie Menschen besessen und dann in die Isolation treiben, so dass sie weit weg von allen anderen kommen und auch einfach keine Chance mehr haben, geheilt zu werden, weil es ist einfach so zerstörerisch, wenn man nur alleine ist. Deshalb sage ich auch immer, es ist so wichtig, in Gemeinschaft zu leben, weil in Gemeinschaft ist man stark. Und das ist genau das, was der Teufel auch versucht. Der versucht, dich immer weg von allen, also weg aus der Gemeinde, so dass du keine Lust mehr hast, in die Gemeinde zu gehen, dass du keine Lust mehr hast, in eine Kleingruppe zu gehen oder sowas, keine Lust mehr hast, mit Leuten zu reden oder sowas. Oder du hast hast eine Sünde begangen oder lebst in Sünde und du schämst dich und deshalb ziehst du dich zurück und dann hast du überhaupt keine Chance mehr, da um Vergebung zu beten oder mit anderen Leuten zusammen zu beten. Und genau das ist das, was der Teufel halt auch versucht. Er versucht, dich in die Isolation zu treiben, so dass du Schwierigkeiten hast,
da wieder rauszukommen. Und genauso passiert das auch gerade in der Story. Dieser Mann, der lebte in einer Höhle, der war ganz alleine, der hatte mit niemandem was zu tun, weil klar, der war besessen und keiner wollte was mit ihm zu tun haben, aber genauso kriegen die Dämonen dich. Aber letztendlich, was wir aus dieser Szene nehmen können, ist, wie ich auch schon gesagt habe, dass Jesus einfach darüber steht. Jesus ist stärker als jeder einzelne Dämon. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, und zwar, wieso hat Jesus Nein gesagt zu diesem Mann? Und ich glaube, für mich ist es ganz klar, und für uns in unserem Leben können wir das auch rausnehmen. So, es gibt manche Stellen, wo wir sagen, hä, das ist doch voll sinnvoll. Also, es wäre doch voll sinnvoll gewesen, dass der Mann jetzt mit Jesus mitgeht und mit von ihm lernt, vielleicht auch irgendwann Wunder tut und einfach, dass Jesus einfach, Gott einfach miterleben kann. Und weil manchmal so hören wir hier, ey, was kann ich tun, um dir wirklich nachzufolgen, so. Und er wollte Jesus 100% nachfolgen, aber Jesus hat Nein gesagt. Und genauso ist es in unserem Leben manchmal auch so. Wir haben so einen Plan, wir sagen, hä, wir, keine Ahnung, wir können auch Missionar sein und nach Afrika gehen und die Leute da helfen. Und das muss doch Gottes Plan sein, das ist doch gut. Aber manchmal funktioniert es dann nicht und Gott hat einfach Nein gesagt zu dieser Sache, weil er etwas anderes für euch vorhat. Und in diesem Fall hatte er einfach vor, dass er Zeugnis ist. Dass er Zeugnis für die Menschen ist, die da lebten, um ihn herum ist. Und genau so ist es manchmal für uns auch so. Wir haben einfach einen anderen Plan. Aber das Wichtigste, was wir haben, was ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn ich auf YouTube gucke, so, das sind immer auch die stärksten christlichen Videos, sind die Zeugnisvideos. Unsere Zeugnisse. Wie sind wir zum Glauben gekommen? Was hat Gott in unserem Leben gemacht? Und genau so ist es hier auch in Markus 5. Was hast du erlebt? Und was hat Gott für dich gemacht? So, das ist das, was er weitergeben soll, weil das so viel Macht hat, dieses Zeugnis, was wir geben. Und es heißt immer so, gibt Zeugnis, erzählt, was Gott für euch gemacht hat. Und das sollten wir auch machen. Und damit ermutige ich euch auch, genau das zu machen. Geht raus und erzählt euer Zeugnis zu den Menschen, weil wir versuchen meistens, Leute zu überzeugen. Ja, guck, die Bibel ist so entstanden, Wunder, das ist bla, das ist Wunder und da, bla bla, es macht nur Sinn zu glauben. Ja, aber manchmal hilft es, einfach ein Zeugnis zu sein. Und deshalb gebt raus, seid ein Zeugnis, erzählt den anderen Menschen, erzählt Freunde und Familie, was Jesus für euch in eurem Leben gemacht hat. Und ihr werdet so viele neue Wunder erleben, wie Gott Herzen berühren kann. Und das war's erstmal für diese Woche. Nächste Woche gehen wir weiter und machen den Rest des Teils. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was daraus nehmen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Core hier, ihr da, alles klar. Vergesst nicht, hier Playlist von Markus, von allen, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und hier ist ein Video über mein Zeugnis.